Die US-Botschaft in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ist wegen Demonstrationen gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump vorübergehend geschlossen worden. Rund 1000 Menschen hatten in der Nähe protestiert. Trump hatte nach Berichten angeblich über Einwanderer aus Haiti, El Salvador und Afrika gesagt: Warum lassen wir all diese Menschen aus Drecksloch-Staaten, Shithole-Countries, herkommen? Demonstranten variierten das Thema samt Wortwahl auf ihre Weise. Donald Trump ist ein Scheißpräsident und deshalb ist sein Kopf voll von diesem beschissenen Ausblick, der kommt zu der Scheißlage noch dazu. Wir, die Leute aus dem Ghetto, möchten Donald Trump sagen, dass wir stolz sind, Haitianer zu sein. Wir sind stolz darauf, schwarz zu sein und werden kämpfen, bis Donald Trump sich entschuldigt. Die US-Regierung hatte Ende 2017 beschlossen, ein Programm für den legalen Aufenthaltsstatus von rund 60.000 Haitianern in den USA zu beenden. Der befristete Schutzstatus war ihnen nach einem Erdbeben und einem Hurrikan zugestanden worden.